Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Eine weitere Folge Papa kocht. Wir machen White Bolognese. Ey, kommt vom Tim. Tim, woher ist das? Kommentare. Kommentare. Wir hören auf euch. Es macht auf jeden Fall Sinn, Kommentare zu schreiben. Ihr seht selbst. Ich habe mir ein paar Videos dazu angeguckt. Kann man auf die Spitze treiben. Ich mache heute eine geile, schnelle Variante. So, Pfanne hier vorne. Erstmal auf 8 Schlückchen Olivenöl rein. Damit fangen wir mal an. Guck mal, das Ding ist, White Bolognese erinnert mich irgendwie... Ja, ich erzähle später ein bisschen was davon, glaube ich. Wir fangen erstmal an. Ich habe hier 500 Gramm Rinderhack. Rein mit dir. So, dann das kann man ruhig hier schon mal so in die Pfanne, die noch nicht ganz so heiß ist, weil es soll eh schön langsam braten. Guck mal, dazu machen wir uns so ein bisschen Zwiebel, Knoblauch, Sellerie und Karotte. Und zwar in Würfelchen. Ne? Ich schnippel das hier mal fix zusammen. Hackbrät. Sehr gut. Da bin ich schon ganz glücklich mit. Drehen wir um. Ja, schön, Röstaromen. Ich sage euch, hier 28er Pfanne von Hoffmann. Ne? Würde ich mich auf jeden Fall freuen darüber, wenn ich sowas zu Weihnachten geschenkt bekomme. Vielleicht verschenkt ihr ja was. Nein, Schwarz. Also guck mal, das Ding ist, wenn ihr damit kocht, könnt ihr geiler kochen. Deswegen kauft euch welche. Rabattcode habe ich auch im Damenherzen. Guck mal, hier ist das Teil. Link in der Videobeschreibung. Könnt ihr auf jeden Fall auch mal ein Fännchen rauslassen. Und Töpfe haben die natürlich auch. Ne? So, während das jetzt hier so alles schön vor sich hin brät, machen wir von den Zwiebeln, Sellerie und Karotten, Knoblauch da auch was mit rein. Zack. Und das braten wir jetzt alles schön zusammen. Jetzt gehen wir auch, ja, auf 8 bleiben wir tatsächlich. Ey, geil, oder? Das ist genau das, was du haben willst. Guck mal, White Bolognese, weil da keine Tomate reinkommt, ne? Wissen wir ja schon mittlerweile. Dafür geht da nachher noch ein Stückchen Butter mit rein. Wir werden das mit ein bisschen Mehl abstäuben und dann gießen wir da Weißwein mit dran. Und wir machen so ein bisschen Milch mit hin. Ja, das wird 100% schon eine geile Nummer. Wir können ja jetzt schon mal so ein bisschen Salz hinmachen. So auf die Menge hier erstmal. Guten Teelöffel. Da mache ich hier so ein bisschen was von meinem Lieblingspfeffer dran. Ihr wisst, ein bisschen was Grobes, Gestoßenes. Nicht zu viel, sonst wird es zu scharf bei dem Zeug. Und ich habe hier immer mein Pizzagewürz. Da geht auch ein bisschen was dran, getrocknete Kräuter. Das ist eine eigene Mischung. Rosmarin, Thymian, Oregano, Majoran, alles was so dazugehört. Ne? Macht hier so ein bisschen was getrocknete Kräuter dran. So, und jetzt lassen wir es hier so ein bisschen weiter schmuggeln. Ich habe hier nochmal 2 Lorbeerblätter dazu geworfen. Und auf jeden Fall beim Braten darauf achten, dass wir nicht so viel Farbe kriegen. Ne? Das wollen wir ja hier in dem Fall nicht haben. Deswegen sind wir jetzt hier an einem guten Punkt. Ah, sehr schön. Guck mal, sieht doch geil aus. Ne? Jetzt sind wir am guten Punkt. Jetzt machen wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Butter mit rein. Die lassen wir dann so ein bisschen aufschäumen. Gibt einfach einen guten Buttergeschmack gleich. Sehr schön. So, und jetzt gehen wir hin, habe ich mir hier einen knappen Esslöffel Mehl, den nehmen wir aber nicht ganz, sondern wir stäuben das hier so leicht ab. Das ist so ein gestrichener Esslöffel Mehl, ja. Einfach so ein bisschen leicht abstäuben und dann rühren wir das hier mal unter. Dann haben wir nämlich gleich automatisch ein bisschen Bindung drin. Buttermehl, ne, so ein bisschen wie Bechamel. Und jetzt gehen wir her. Und löschen mit einem schönen Schluck Weißwein ab. Da müsst ihr selber schauen, ne? Wie viel. Das war jetzt hier schon, keine Ahnung, 200 Milliliter waren es. Die Pfanne steht auf Vollgas gerade. Und seht ihr, guck mal hier, jetzt gibt es durch Mehl und Butter natürlich hier schon geile Bindung drin. Und den Weißweingeschmack wollen wir uns natürlich auch erhalten. Und jetzt gebe ich drauf ein Glas Rinderfond. Wie viel ist hier drin? 1/2 Liter. Einfach zack mit drauf. So, und das lassen wir jetzt schön ein bisschen einkochen. Guck mal, wie gut das aussieht, ne? Ohne Tomate, auch top. Ich will mal ganz kurz gucken, wo wir hier geschmacklich sind aktuell, was den Salz betrifft. Dranbleiben lohnt sich. Geil. So sieht das hier nach 15, 20 Minuten aus. Guck mal, schöne Konsistenz jetzt schon, ne? So, jetzt sind wir auf jeden Fall auch an dem Punkt, wo wir uns die Nudeln reingeben. Ich habe jetzt 250 Gramm. So eine schöne, gewellte. Admin, wie heißen die? Maifaldine. Maifaldine. Ah ja, gut. Ich fand sie hübsch. Ja? Die gehen jetzt rein für 9 Minuten. So, was wir jetzt hier machen, ist, wir geben ein bisschen Milch dazu. So. Jetzt mal einen guten Schluck. Das sind jetzt gewesen, ja, so 250 Milliliter. Okay? So, und das rühren wir jetzt hier mal unter. Und jetzt könnt ihr schon euch grob vorstellen, warum es White Bolognese heißt. Gell? Ja, schöne, helle Farbe. Keine Sahne, sondern Milch.
bewusst. Ja, stark. So, das kochen wir jetzt auch auf. Und dann gucken wir, ob wir noch ein bisschen Bindung brauchen. Ja, und dann kochen wir Nudeln. Und dann packen wir es auf den Teller, dann essen wir es zusammen. Ich habe die Nudeln abgeschüttet. So, was wir jetzt machen. Wir geben uns jetzt die Nudeln hier in eine Schüssel. Und dann geben wir Soße oben drauf. Ein bisschen unkonventionell heute von der Zubereitungsart, ne? Aber ich zeige euch gleich, warum. Die ist jetzt nicht mehr großartig abgezogen. Die hat ihre leichte Bindung von dem Mehl, das wir vorhin reingemacht haben. So. Jetzt schwenken wir uns das hier drin. Boah, geil, Alter. Perfekt. Schön durchrühren. Dass überall Soße hinkommt. So, und jetzt geben wir löffelweise Käse drüber. Dann wieder rühren. Und dann, boah, dieser Geruch, der jetzt hier hochkommt, ne? Wahnsinn. Und jetzt haben wir schon fast die perfekte Bindung. Ein bisschen was noch. Boah, Leute. Da habe ich jetzt schon richtig Bock drauf. Da bin ich echt gespannt. Ich habe das, glaube ich, noch nie gegessen und auch nicht gekocht. Aber ich habe mal meine Version draus gemacht. Und das, was ich hier sehe, das gefällt mir hervorragend. Sage ich euch ehrlich. So, Kinder, jetzt gehen wir hier. Jetzt gehen wir her. Und dann setzen wir uns die hier on top. Ja, kleinen Top. Ein Teller. Top würde auch gehen. Ich bin aufgeregt. Boah, sieht das geil aus. So, und dann machen wir ein Foto davon und dann probieren wir es zusammen. Ja, ich mache das gerade mal fertig hier. Meine lieben Leute, guckt euch das an. Timmy, hier, Focus on point. Oh, sieht geil aus, oder? Ich habe schon richtig Bock drauf. Ich habe jetzt richtig Bock drauf. Boah, Käse, Nudeln. Ich probiere erstmal so ein bisschen was von hier oben runter. Oh, ja. Also, so schön wie die Nudeln aussehen, ne? Ich glaube, so schwer sind sie auch zu essen. Aber ja, siehst halt aus wie der Horst dabei, gell? Guck mal hier, Timmy, guck mal, was für eine schöne Gabel. Also wirklich. Oh. Tip top. Rein damit. Ich liebe meine Bollo eigentlich, ne? Ich sag's euch ehrlich. Kann man gerade mal hier oben einblenden auch, ne? Jo. Ragu alla Bolognese. Aber das hier, ey, ihr könnt da auch noch ein bisschen Pancetta mit reinmachen, normalerweise. Und was auch geht, ist, ihr könntet auch Salsiccia hier noch mit reinmachen. Ich habe jetzt einmal nur mit Hack gemacht. Boah, ist das geil. Ey, Leute, das ist auf jeden Fall ein dickes Ding. Das müsst ihr nachmachen. Ey, und kauft euch auch diese Nudeln. Mmh. Wahnsinn! White Bolognese. Leute, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Da unten könnt ihr den Kanal abonnieren. Kostet nichts, schmeckt gut, ihr bleibt am Ball. Kauft euch Hoffmann Pfann. Könnt ihr geil drin kochen. Schreibt einen netten Kommentar, gebt uns einen Daumen nach oben und werdet Kanalmitglied, wenn ihr Bock drauf habt. Tschüss, bis bald!